Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Catland Crops. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind am 31.03. und deswegen habe ich kurz nochmal die Zeit angehalten, denn ich möchte mit dir kurz einen Blick werfen auf das, was zwischenzeitlich auf dem Hof passiert. Nämlich, es wird die ganze Zeit auch die BGA befüllt und der Helfer kümmert sich liebevoll um Matthias. Und bevor ich jetzt weiterlaufen lasse, damit das Getreide anfängt zu oder weiter zu wachsen, muss man ja genauer sagen. Sehen wir hier BBCA 20 und 17. Ich würde übrigens auch zwischendurch dann auch nochmal das Feld nochmal mähen. Denn der Modder hat einen Garderol-Patch rausgebracht. Da stand nämlich Anpassung der Gerätehöhen auf Acker überarbeitet oder verbessert oder irgendwie sowas, ne? Genau. So, das würde ich mir dann angucken. Was ich mir aber jetzt kurz, bevor ich weiter vorlaufen lasse, mit euch gemeinsam anschauen möchte, ist hier die BGA. Und da sehen wir, das Silo ist leer und wir haben insgesamt 5.299,9 Kilogramm Methangas produziert. Das akkumulierte Einkommen in diesen Tagen liegt bei 10.000 Euronen, was mich dazu führt, dass wir auf jeden Fall dann die nächste Ladung hier in die BGA reinschmeißen sollten. Die ist ja auch leer, wir können ja wieder Zuschauerhäckseln machen, vielleicht eine Folge oder so. Und dann uns dann auch irgendwann zeitnah größere Felder leisten, wobei das natürlich hier noch gar nichts ist, ne? Also es ist ja noch wirklich noch nichts. Ja, und dann müssen wir uns noch angucken. Ist das der M-Betrag, der noch läuft? Hier habe ich nämlich ein bisschen dran rum, wie gesagt, experimentiert und würde dann auch gerne nochmal schauen, ob das nicht doch mit den Maschinen geht. Wir müssten uns dann darum kümmern, dass es auch dem Matthias noch gut geht. Da schauen wir mal kurz. Der wird ja jeden Tag wird der gefüttert, ob da der Trog voll ist. So muss man natürlich auch regelmäßig hier vielleicht auf dem Hof mal ein paar Sachen nachschauen. Und ich entnehme das ja auch immer wieder euren liebevollen, fleißigen Kommentaren. Ihr mögt das auch. Ja, der Matthias, dem geht's gut. Und hier sieht man, wie jetzt der Mais wahrscheinlich auch in engeren Reihen, ja, sieht so aus, ne? In engeren Reihen wächst und da geht der Wind drüber. Und ja, so ein bisschen Futter hat der Matthias noch. Dann müssen wir beim nächsten Mal nur schauen, dass wir das auch hinreichend verdichten. Und da würde ich sagen, ich lasse jetzt ein bisschen vorlaufen und ernte mal das Silo, beziehungsweise wir fangen dann gleich nochmal an zu mähen. Ich gucke mal, ob ich das mit dem Mähen zeige, wenn das besser funktioniert. Wir sehen uns nach dem kleinen Schnitt an dieser Stelle wieder. Das ist übrigens, ganz kurz noch, in einem Video so Sachen an- und abzumoderieren, die man da macht oder nicht macht, das ist so ganz komisch, ne? Irgendwie. Guck mal, hier sieht man auch, wie einzelne so kleine Blümchen noch dazwischen sind und so. Das ist auch sehr schön. Ich wollte nur mal kurz gucken, hier, ob wir bei Feld 18 mal sehen können. Wir haben ja hier Getreide im Wachstum uns noch gar nicht so genau angeschaut. Oder? Ich erinnere mich gar nicht. Nun gut. Ja. Also, kurzer Cut. Vielleicht dann doch hier an dieser Stelle ganz kurz. Ihr seht es, also wirklich richtig viel einstellen musste ich nicht, aber ich glaube auch, dass es viel mit der Hanglage dieses Feldes zusammenhängt. Es bleiben trotzdem ab und zu mal so kleine Pömpel stehen. Ich habe jetzt einmal kurz die Neigung so ein bisschen angepasst und die Mähwerke ein bisschen vom Boden abgehoben. Normalerweise gibt es ja, wenn ich das recht entsinne, zumindest habe ich das so im Hinterkopf von ganz, ganz früher, ist ja auch schon Jahre, Jahre her, so eine Art Schwimmstellung. Dann sagt man also in diesem Bereich, ne, bewegt sich das Ganze und da liegen die Teller sozusagen, gleiten über die Wiese und bewegen sie auch ein bisschen variabel und dann passt das. Und ihr seht, also ihr habt da jetzt wirklich nicht viel eingestellt und schon kann sogar, oder was heißt sogar, ne? Eigentlich müsste es ja auch knapp, Vorführeffekt natürlich. Der M-Betrag, das hier eigentlich hinbekommen, aber hier auf dem Feld scheint dann auch nochmal so ein kleiner Hupel zu sein. Und da drehen die Reifen durch. Aber ja, wie gesagt, dann würde ich das jetzt silieren und mal versuchen jetzt zu 100% festzufahren. Denn es gab ja den Patch, der das eigentlich hätte beheben sollen. Und dann schauen wir mal. Und ach so, wie ich das eingestellt habe, ganz einfach hier drüber. Und dann hier die Höhen leicht angehoben.
so dass die ganze Chose noch funktioniert. Und dann ging das auch. So, und da seht ihr. Der macht das dann für das vordere nur, so wie es aussieht. Vielleicht auch für das hintere, und man sieht es noch nicht, weil die hinteren einen höheren Toleranzbereich haben. Aber ja, ne? So, was mir übrigens immer noch sehr merkwürdig vorkommt, ist, dass dieses Feldgras, dass das so braun wird. Das verstehe ich wirklich nicht. Ist das ein Texturfehler? Soll das so? Weil wir sind jetzt in BBCH, wird wahrscheinlich nicht mehr richtig angezeigt, aber wir waren im 80er Bereich, ne? Und es müsste eigentlich bei Feldgras ja genauso sein. Sonst würde ich einfach da bei Feldgras unter 90 bleiben und es dann da nochmal versuchen. Vielleicht ist hier bei dem Feldgras mit Reife auch wirklich gemeint, dass die Graskeimung, also diese, ne, die, was bei den, beim Korn sind es ja die Körner, die sich ausbilden zur Fortpflanzung, dass sich darauf bezieht, dass also unser Feldgras hier in einen Reifestatus kommt, wo es sich dann, wo es da wirklich irgendwie braun wird und weiter. Also ansonsten kann ich mir das gerade nicht erklären, weil es ist auch eine extra Textur dafür, ne? Ihr seht das. Hier, das ist wirklich dieses, das ist ja kein Hafer, kein Weizen, keine Gerste. Das ist wirklich dieses Feldgras, was man kennt auf dem Feld, wenn es trocken wird, ne? Wenn man nicht, ja. Also eventuell sind wir wirklich immer hier eine Wachstumsstufe zu weit. Da würde ich dann mal drauf achten. Und vielleicht können wir dann nur das grüne Silo verdichten. Probieren wir halt mal, ne? Und ja, kleiner Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Passend zur, ja, zur mittelalterlichen Musik. Wunderschön hier, die Gerste ist soweit. Das heißt, wir können jetzt hier in die Großernte sozusagen gehen. Ich habe ein ganz bisschen Angst, aber wir müssen vorher noch eine Sache machen. Das geht einfach nicht anders. Jetzt lass mich mal kurz gucken, wo sind wir denn hier? Dann lassen wir den erstmal noch, aber machen den mal kurz ab. Aber wir machen dann das folgende. Das ist ja unser Anhänger und Abfahrer da hinten. Dann würde ich sagen, wir machen es mal mit dem Arion. Wir haben ja jetzt sehr viel mit dem Deutz gemacht. Wir müssen da mal eben eine Maschine austauschen und dann fahren wir schon mal, während der hier zum Händler fährt, mit unserem fantastischen Drescher ohne Sound. Ich weiß nur noch immer, dass das eine Mod ist und deswegen kein Sound drin. Das wird dann wahrscheinlich auch das erste sein, was wir da wirklich, wo wir uns den großen Klaas holen. Eben weil die Mod keinen Sound hat, der Fahrgeräusche. So, wir machen folgendes. Wir fahren mal hier mit zum Händler. Ja, doch. Und währenddessen fahren wir schon mal mit unserem Mähdrescher hier zum Einsatzort oder gleiten oder schweben. Und dann geht es los, meine sehr verehrten Damen und Herren. Draußen an den Sag mal. Das ist nämlich ein magischer. Das ist ein Elektro. Ne? Hier dieser alte Bison, das ist ein Drescher mit Elektroantrieb. So ist das nämlich. Ich hoffe auch, dass der Dennis die Mod, die ja in den Livestreams vorstellt, auch nochmal hier reinbringt. Aber das ist, ja, das ist dieses Problem mit diesen Entwicklern, die immer so perfektionistisch sind. Ne? Dann ist vielleicht irgendwie bei der Rundumleuchte, wenn man von unten drunter guckt, fehlt von den vier Schrauben eine, die wird nicht angezeigt. Dann wird die Mod, dann wird die nicht veröffentlicht. Punkt. Ja? So ist das halt. Ja. Ja, so können wir da noch ein bisschen länger drauf warten, würde ich. Das war natürlich jetzt ein exemplarisches Beispiel. Es wird nicht genau so sein, aber vielleicht, aber das ist halt. So, und da seht ihr jetzt das Problem hier, warum dieser Drescher nicht mit dem Helfer funktioniert, weil, seht ihr, ist die Breite des Schneidwerkes vorne ist falsch eingegeben. Wir könnten vielleicht, um das zu beheben, könnten wir möglicherweise da schon mal an diesem Drescher ein besseres Schneidwerk dran machen. Aber ich glaube, das funktioniert gar nicht, ne? Was würde das denn kosten vom... Nein, das will ich ja gar nicht. Das müssen wir gleich alles einstellen. Oh Gott, hoffentlich kriege ich das noch hin. Wir wollten... Pass mal auf. Händler. Fähigkeit. Ernten. So,
So, hier das Metcon, das ist ein Universal. Vielleicht geht das dann damit besser. Aber scheinbar... Aber scheinbar sind die... Wobei, das ist 4,2. Und das Original von Klaas 9,3. Das wäre dann also auch nochmal eine Steigerung. Und da wollen wir ja hin, ne? Dass das immer so eine kleine Steigerung hat. Pass auf, dann probieren wir das mal mit dem Fremd... Dings. So, das hier wäre dann... Genau, den würden wir dann brauchen. Nein, als 12 Meter nehmen wir nicht. Wir nehmen dann den hier. Den kaufen wir mal. Dann probieren wir das einfach mal. Ob das das Problem mit dem Helfer behebt? Wir sind ja hier noch in der Experimentierphase, Kicher. So, das heißt, du musst auch mal bitte zum Händler fahren. Genau, und du... Bei dir machen wir jetzt bitte Folgendes. Entschuldigung, das hat keiner gesehen, ne? Ich hoffe, es hat keiner gesehen. Es gibt ja richtig Schimpfe. Pass auf, du machst mal Folgendes. Wir fahren mal hier hin und dann sagen wir... Gerade wohl vom Menü überfordert. So, wir sagen jetzt mal hier auf Wiedersehen, Herr Hammer. Herr Hammer Transfer King. Und einen wunderschönen guten Tag. Lieber Herr... wo ist er? Lieber Herr, wo ist er? Wer kennt ihn nicht? Lieber Herr Strautmann! Ja Mensch, schön, dass du hier bist. Da haben wir es wieder mit Originaltexturen drauf. Vielen lieben Dank an den Modder. Zu finden ist der Mod natürlich auf modhoster.de, wo sonst. Ah. So kann man doch wieder damit arbeiten. Sehr gut. Natürlich habe ich nichts gegen die Marke Hammer. Die ist ja auch echt Hammer. Verstehst du? Wegen Hammer? Ja. Aber ja. So, dann fahr mal zum Feld, mein kleiner Freund. Wo wieder? Das ist eine Maschine von Garderul, ne? Wie der Herr, so ist Geschirr. So, pass auf, es knallt gleich, weil der hier das breite Schneidwerk hat. Habt ihr gesehen, was die gemacht haben? Die weichen sich gegenseitig aus. Wie geil ist die AI in diesem Spiel? Ich frage für einen Freund. Ich will das selber gar nicht bewerten, deswegen frage ich für einen Freund. So, gucken wir, ob es hiermit besser geht. Also, erste Steigerung ist hier beim Ernten. Diese Mod gibt es ebenfalls auf modhoster.de, der Modseite meines gegenwärtig geringsten Missvertrauens. So. Fuhrpark. Das verkaufen wir. Wir sollten das nicht verkaufen, bevor wir nicht getestet haben, ob das andere überhaupt da dran passt. Oh. Macht er doch jetzt gleich die Geräusche? Nee. Okay. Es geht. Wow. Das Problem wird natürlich nur sein, der wird natürlich jetzt ziemlich schnell leer sein, ne? Das war übrigens das Hubgeräusch. So, wir wollten verkaufen das Bison aus unserem Fuhrpark. Sehr gut. Ja, und dann könnten wir eigentlich anfangen, die Aufgabe zu programmieren, um mal zu gucken, ob das jetzt besser funktioniert. Und dann überlegen wir uns, ob wir... Naja, wir können es variabel machen, wir könnten eigentlich... Was haben wir denn zuletzt gemacht? Damit es für euch so ein bisschen abwechslungsreich ist. Zuletzt hatten wir Ja, wir hatten gehäckselt, ne? Das heißt, bei dieser Aufgabe würde ich so machen, dass wir... Machen wir direkt eine Vorlage raus, oder?
dass wir der Abfahrer sind und dann jemand anderes erntet. Wir wissen halt nicht, ob es funktioniert, deswegen gucken wir mal. So, Feldnummer ist egal. Dann der Jonas soll mit dem Bison und dem D50 mit meiner Hilfe. Das auch nochmal, ich hatte es ja bei der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, der ein oder andere hatte da irgendwie Probleme mit dem Erstellen genau dieser Aufgabe. Deswegen hier auch nochmal gezeigt. Ja, so funktioniert das. Und dann würde ich sagen, das machen wir als Vorlage. 18 Dreschen. Dann nehmen wir auch hier direkt die 18. Das soll er nicht sofort machen. Vorgewende soll er machen vor den Feldbahnen. Das Ganze bitte in Schwartablage. Und die Entladestation würde ich eigentlich selber wählen wollen. Obwohl wir könnten das Getreide auch einlagern und im Winter verkaufen, ne? Was ist denn dann hier? Entladestation, Lohnunternehmer, Hofsilo 1. Hofabladestelle, die ist wahrscheinlich damit gemeint, oder? So, und dann gehen wir auf Vorlagen. 18 Dreschen bearbeiten sofort. Dann würde ich sagen, los geht's. Und dann gucken wir mal, ob der Drescher hier macht, was er soll. Nee, im Moment steht er im Verkehr fest. Aber das Auto weicht jetzt auch aus. Ja, und der ist hier hängen geblieben mit dem Schneidwerk. Geht der gute alte Trick aus dem LS, geht aber trotzdem. So, und er fährt los. Ja, er müsste eigentlich einen Schneidwerkswagen haben, aber den haben wir jetzt nicht zugeordnet. Ja, und hier wäre unser Abfahrer dann. Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Du wahrscheinlich auch. Und ich weise nochmal darauf hin, das ist beides jetzt eine Mod. Und der Drescher fährt jetzt eigenständig natürlich zum Feld. Und da bin ich gespannt. Und der weicht dem Auto aus. Ist das cool? Gut, mit Schildern. Das hat er bei mir gelernt. Sei es ihm verziehen. So. Ja, und dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge los mit der großen Ernte. Ich bin gespannt. Das riesengroße Feld, was der Ertrag sein wird jetzt im neuen Modus. Du bist hoffentlich wieder dabei. Mit Garderobe Plus hast du die Folge dann wahrscheinlich schon am 4.11. gesehen. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.